Haben Sie sich schon registriert? Wenn nicht, dann aber schnell. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie sehr herzlich zu unserem Format Visite und freue mich, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, um mit mir heute mal einen doch für mich sehr interessanten Fall mal zu besprechen. Und ich möchte Ihnen einen 76-jährigen Herrn vorstellen, der schon seit vielen Jahren immer wieder schwerste Darmprobleme hat. Die Darmprobleme gingen hin bis auf starke Blockierung, Verstopfung bei intensiven Arbeiten und bei Belastungen und der Anstrengung fiel ihm das alles immer wieder schwerer. Aber heute kann er das schon alles tun, aber er braucht Zeit und er braucht Ruhe. Er hatte vor vielen Jahren mal einen perforierten Blinddarm, das heißt, der Blinddarm war geplatzt und er hat schon mal einen Nierenstein entfernt bekommen. Ansonsten war es ein sehr, oder ist es ein sehr rühriger, älterer Herr, der durch seine Anwesenheit wirklich so viel Liebe und Güte auch ausstrahlt. Er sagt, dass er in der Nacht manchmal gut schläft, dann sind es 7 Stunden, aber es kommen auch Nächte, die sind gar nicht gut. Da schläft er nur 3 bis 4 Stunden. Er kann nicht Knoblauch und er kann auch nicht Zwiebeln vertragen. Da macht er einen großen Bogen, weil das bekommt ihm überhaupt nicht. Er trinkt am Tag 2 bis 3 Tassen Kaffee, das war früher viel, viel mehr. 1 bis 2 Tassen Kräutertee heute und Wasser, na ungefähr 1, aber manchmal auch 2 Liter. Aufgrund der starken, wirklich immer wieder auch auftretenden Verdauungsbeschwerden hat man vor 10 Jahren eine Abklärung getroffen. Eine wirklich obligatorische schulmedizinische Abklärung, wie sich das gehört, mit allem, was man braucht, von Tumormarkern über Koloskopien. Und man hat ihn damals verabschiedet, gesagt, Sie müssen sich keine Sorgen machen, es ist alles in Ordnung. Die Diagnose lautet Subilius. Als ich das hörte, dachte ich, was ist denn ein Subilius? Ein Subilius ist doch die Situation, die einem Ilius sub, also vorher vorausgeht. Also wie kann es sein, dass man jemand entlässt mit der Diagnose, Sie haben einen Subilius? Und der Patient stellte sich auch vor mit der Frage, ich habe einen Subilius. Naja, nun ging das ja dann los. Und die erste Folie zeigt Ihnen hier, wir reden also über einen Bereich, der wirklich hochgradig blockiert war. Sie sehen das in Rot, das ist der Dickdarm. Und jetzt war natürlich als erstes die klinische Untersuchung. Die klinische Untersuchung zeigte, dass der allgemeine Status recht wohl war, aber dass der Dickdarm oben ziemlich weit nach unten durchhing, sicher auch von der Last. Die ganze rechte Seite, die Kolonflexur, war ganz stark tastbar. Es war eigentlich schon irgendwo interessant, dass dieser Mensch gar nicht irgendwo einen aufgeblähten Bauch hatte, sondern insgesamt war der Bauch auch weich, aber er hatte damit gelebt, dass er nur sehr schwer Stuhlgang hatte, alle 3 Tage Stuhlgang. Und irgendwo hat er sich in den 10 Jahren damit auch abgefunden. Das Erste, was ich dann mache, ist eine Zahnpanorama-Röntgenaufnahme und die zeige ich Ihnen jetzt mal. Sie sehen jetzt, der Herr steht jetzt vor uns, das heißt, ich schaue jetzt einmal direkt von außen auf sein Gesicht und er steht vor mir. Und da sehen Sie oben, wenn Sie jetzt raufgucken, oben rechts beim Patienten, es ist oben links, da gibt es einen wurzelbehandelten Zahn.
Dieser wurzelbehandelte Zahn, der stellt sich so dar, dass der Zahn innen so ein weißes, auffälliges Innenleben hat. Das ist das Wurzelfüllmaterial und Sie sehen jetzt auf der zweiten Seite, dass dieser tote Zahn im oben links, den bezeichnet man als einen Zahn von der Nomenklatur 2,5 und der steckt in Beziehung zum Körper, wenn er tot ist. Das heißt, er blockiert einen wesentlichen und wichtigen Funktionskreislauf und zwar den Funktionskreislauf von Lunge und Dickdarm. Unterm Strich heißt es eigentlich nur, dass die große Energieleitbahn blockiert ist, die diese Bereiche mit ausreichend Energie versorgt. Das ist eigentlich nichts anderes wie 5000 Jahre chinesische Medizin. Und ein chinesischer Arzt, der der Akupunktur und all diesen Energieleitbahnen auch wissend ist, behandelt so, indem er dafür erstmal Sorge trägt, dass wieder die Energie fließen kann. Diese Energieleitbahn in diesem Funktionskreislauf, welche durch diesen Zahn blockiert war, die zugehörigen Organsysteme betreffen sowohl den Dickdarm als auch die Lunge, aber auch das Immunsystem, die untere Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Knie, den Ellbogen, Handradial, Nasennebenhöhlen und die Nase. Das heißt, alles, was im Rahmen von funktionellen Störungen auch hier immer wieder präsent ist, sollte wichtig angeschaut werden, inwieweit hier dieser Funktionskreislauf wirklich intakt ist. Auf der anderen Seite, und ich schlage jetzt mal um die Folie, das sind die toten Zähne 4,5 und 4,6. Die sind im rechten Unterkiefer. Der 4,5er Zahn ist korreliert mit dem Magen-, Milz- und Bauchspeicheldrüsenfunktionskreis und hat einen wesentlichen Bezug zur Schilddrüse, zur Brust, zum Magen, zur gesamten Verdauung, zur Bauchspeicheldrüse, zum Knie, zur Nasennebenhöhle und so weiter. Sie können es lesen. Auf der anderen Seite, der dem Zahn folgend in Richtung Kiefergelenk, ist der 4,6er Zahn, der wiederum jetzt auf der anderen Seite den Funktionskreis von Lunge, Dickdarm blockiert. Damit hat dieser Mensch auf beiden Ebenen eine deutliche funktionelle Schwäche. Wie viel muss man natürlich wissen, um zu verstehen, dass es in dem Moment also um eine wirkliche vielleicht energetische Situation handelt? Oder übersehen wir vielleicht etwas, konnte sich aufgrund dessen, dass vor 10 Jahren eine Abklärung erfolgte, vielleicht doch nicht auch jetzt lieber nochmal ein tieferer Blick hineingewagt werden? Und dennoch ziehe ich das Rad immer am Anfang auf und werde mich hüten, diese Dinge mit einer Negativigkeit oder mit einer Sorge zu übertragen und werde erstmal für ihn klären. Die Wurzelbehandlungen sind ja aus diversem Material, das heißt Zinkoxid, Bariumsulfat, Calciumhydroxid, das heißt, es ist ein Füllungsmaterial, welches in den Wurzelkanal durch den Zahnarzt hineingegeben wird, damit der Zahn abstirbt. Infolge der Entzündung der Wurzel ist die Alternative des Zahnarztes, den Zahn zu erhalten. Also stirbt er durch diese Wurzelbehandlung ab. Wir müssen uns also vor Augen halten, dass es 1 Million winziger kleiner Kanälchen darin gibt, die die Hauptwurzelkanäle natürlich mit umgeben und die mit den Blutgefäßen in Verbindung stehen. Es ist also unmöglich, auch diese kleinen Kanälchen jetzt zu füllen. Selbst wenn ein Zahn mit einem richtigen, verträglichen und sicheren Füllmaterial gefüllt ist, gibt es noch ganz, ganz viel Platz jetzt für Bakterien, die Karies machen, insbesondere in diesen vielen kleinen Kanälchen. Und nicht nur das. Der Zahn, der wird jetzt langsam absterben.
Bakterien lösen sich aus diesem abgestorbenen Material. Das sind organische Stoffe. Siphanosporen, Thiomersal, Merkaptan, Cadaverin. Das ist genauso das gleiche Material, als wenn das menschliche Leben stehen bleibt. Wenn das menschliche Leben stehen bleibt und zur Ruhe kommt, ist all das binnen der nächsten Stunden Realität. Der Mikroorganismus löst das Leben auf, er baut das tote Material ab. Die Substanzen aber bei einem toten Zahn gelangen ins Blut und berauschen buchstäblich jetzt das System und ziehen immens an Immunkraft sich in den Fokus. Und das Immunsystem hat hier eine Menge an diesen hochtoxischen bakteriellen Endotoxinen immer wieder und mit jedem Tag neu aus dem Körper zu eliminieren. Sie dringen auch in die Knochenstruktur ein und gelangen in die Blutbahn, in den Körper. Und der wird natürlich überschwemmt. Ist in diesem Zahn noch Amalgam? Sind noch Giftstoffe dabei? Können sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung im Angriff auf die Immunität des Menschen verstärken? Ich hatte das natürlich in dem Moment vielleicht gar nicht mal so erwartet, aber dennoch muss ich sagen, wir dürfen uns hier in keinster Weise irgendwie vor Augen führen, dass das eigentlich eine Situation ist, die vielleicht doch auch mal etwas anderes, was sich an dem Schwachpunkt Darm vielleicht entwickelt, wir zu leicht nehmen. Und dann kamen die Laborwerte auf den Tisch und Sie können das jetzt mal vielleicht an der Folie sehen. Das Speichereisen oder die Speichereisenreserven waren schon lange leer. Wenn das Ferritin einen Normwert hat von 30 bis 600, dann war es für den Patienten nur noch 6. Der rote Blutfarbstoff, der ja millionenfach sich in den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen aufhält, der den Sauerstoff damit auch nur binden kann, lag bei einem Normwert von 140 bis 180 bei 92. Das heißt, der Herr war natürlich mit einer latenten Blässe, aber er hatte eine schwere Eisenmangelanämie. War jetzt die Frage dessen vielleicht doch, hatte sich aufgrund der Tatsache eines Subilius und damit eines massiven auch immer wieder Angriffs auf die Darmschleimhaut Entzündungen manövriert, die vielleicht doch mehr getan haben. Dieses Blutbild und diese Eisenmangelanämie haben mich für eine Tatsache doch noch etwas bewusst werden lassen. Der Vitamin B12-Wert wird in der Regel, ich messe ihn nicht in der Regel im Blut, sondern mehr als Methylmalonsäure im Urin, weil dann weiß ich, was bleibt der Zelle. Der hat sich hier im Blut mit einem Wert von 117 dargestellt. Das heißt, auch ein Wert von 500 wäre mangelhaft, weil immer dann, wenn man es im Blut misst, muss man Werte von weitaus über 1000 erreichen. Denn Vitamin B12 braucht die Zelle, nicht das Blut. Und deshalb ist das hier ein schwerer Vitamin B12-Mangel mit allen sich daraus bildenden Konsequenzen für die Blutbildung, für sämtliche Versorgung der Nerven. B12 ist ein wichtiges Nervenvitamin, auch für die Entgiftung. Die Leber ist auf B12 angewiesen. Und ich war schon etwas in Sorge aufgrund dieser schweren Anämie. Dann haben wir eine Stuhlprobe gemacht. Natürlich, selbstverständlich. Jetzt wollen wir wissen, was ist mit der Diagnostik, was ist mit dem Stuhl? Und neben vielen Dingen, die gar nicht mal so
absolut schlimm war. Ich habe also wirklich überhaupt kein chronisches, latentes Entzündungsgeschehen festgestellt. Ich habe kein Leaky Gut festgestellt, also dass die Zellmembran durchmäßig ist. Nein, es war eine wirklich massiv erhöhte Fäulnisflora, das heißt die gesunden Bakterien, die Bifidusbakterien, die Lactobacillen, die Enterokokken, die machen 80% der Säurungsflora aus. Punkt 2, die waren sehr schwach. Das heißt, wenn die sehr schwach ist, dann können andere Fäulniskeime damit konkurrieren. Sie hatte eine schwache Schleimhautimmunität, das ist das sogenannte sekretorische IgA. Das war wirklich weitaus im unteren Bereich. Damit ist die Schleimhaut nicht abwehrbereit mehr. Und es gab Hinweise auf eine Bauchspeicheldrüsenschwäche. Man kann über die Stuhlprobe die Elastase messen und man sah, dass hier die Bauchspeicheldrüse nicht genug Bauchspeichelenzyme liefern kann. Es war wichtig, sich auch jetzt zu fragen, übersehen wir was? Und wir haben sein Labor oder sein Blut nochmal weggeschickt, um zu wissen, was ist mit ApoC10 oder was ist mit TKTL1. Beides sind hochinteressante Parameter. Das ApoC10 als auch das TKTL1 sind Proteine, sind Transketolase-like-1-Proteine, das TKTL1, welche uns angeben, ob eine gesunde Zelle langsam in einen anderen Stoffwechselmodus übergeht. Das heißt, wenn sie vom Verbrennungsstoffwechsel in einen Vergärungsstoffwechsel übergeht, das heißt, wir reden von einer anaeroben Glykolyse, umschaltet, kann sie immer zu einer wirklich aggressiven Krebszelle werden. Das ermöglicht natürlich, dass ein Tumor auch wachsen kann. Er kann dann auch metastasieren. Und es ist verbunden dann noch mit einer teilweisen Resistenz gegenüber radikal oder Apoptose, Tumorzell zerstörenden, auslösenden Therapien. Es können aber auch, wenn dieser TKTL1-Wert ansteigt, auch schwere energetische Störungen in den Zellen vorliegen. Man nennt es Mitochondriopathien, zellulärer Stress, Entzündungen oder auch Wundheilungsprozesse. Bei ihm waren beide Marker unter der Norm. Und er war einfach von Anfang an immer sich in einer wiegenden Ruhe. Aber ich hatte mir Sorgen gemacht und in mir hieß es, wir müssen weiterschauen. Die nächste Untersuchung, die wir durchführten, war eine parasitäre Untersuchung. Und nun schau doch mal an, wen wir fanden. Wir fanden den Schweinefinnenbandwurm und wir fanden Fadenwürmer. Über 6 Wochen therapierten wir ihn mit 3 Frequenzen. Wir therapierten ihn mit dem großen Wurmmittel Albendazol. Das ist ein sogenanntes Merry-Go-Round-Programm. Man bedenkt nicht nur die Parasiten, man bedenkt auch die Eier und die Larven. Und wir haben ihn mit Praxipantel behandelt, 2 Tabletten am Sonntag. Einmal pro Woche über 6 Wochen. Mit einem intensiven Begleitprogramm. Denn man muss wissen, wenn Parasiten zerfallen, dann senden sie sehr starke parasitäre Toxine aus. Die können Nebenwirkungen machen, die müssen abgefangen werden, die müssen gespeichert werden und abtransportiert. Die Leber wird unterstützt, die Nieren werden unterstützt, das Lymphsystem. Er kam jede Woche einmal zur Hydrocolon-Therapie und er erlernte, jede Woche 2 bis 3 Mal Kaffeeeinläufe durchzuführen. Und, wie ich schon sagte, er bekam die Reiffrequenzen. Das war am 20.07. Schauen wir mal weiter, was wir dann gemacht haben. Am 21.09., und da können Sie jetzt auch mal auf die Folie schauen, konnten wir viele Dinge gar nicht mehr nachweisen. Aber jetzt haben wir noch den Riesendarmegel gemessen, den chinesischen Leberegel und Seilwürmer.
Es ging ihm subjektiv deutlich besser und dennoch behandelten wir jetzt aber nicht mehr medikamentös, sondern er bekam regelmäßig Ozonbehandlungen, Kohlenhydrotherapien, Einläufe, alles das hat er mit einer großen Compliance und Geduld weitergetragen. Jede Woche kam er zu den Therapien und erhielt die hohen Reiffrequenzen. Die Kontrolle am 13.12. hat eigentlich im Dünndarm nur noch Entamöbien gezeigt und im Gehirn noch verschiedene Bakterien. Wir behandelten diesen Patienten weiter, den Darm mit Kolontherapien, Einläufen, mit den Reiffrequenzen und Infusionstherapien, welche aufgebaut sind, die Entgiftung zu unterstützen, aber auch DMSO, Dimethylsulfoxid, eine wunderbare Substanz, die auf den Ursprung des Baumes zurückgeht und mit seiner Vielfalt an Wirkungen auch antiparasitär, antiviral und antibakteriell wird. Toxaprevent, das große Mittel, um im Darm Toxine zu binden, Weihrauch mit seiner cortisonähnlichen antientzündlichen Wirkung und weiterhin die Unterstützung der Lymphe. Das Blutbild allein im Dezember zeigte, deutlich angestiegen war der Ferritinspiegel. Deutlich angestiegen war jetzt das Hämoglobin. Der Körper hat sehr wohl seine Blutbildung bzw. auch den Sauerstoffsport wieder wahrgenommen und hat mit seinem B12 richtig wieder zugelegt, im Sinne dessen wieder alles wunderbar zu versorgen. Wenn Sie jetzt auf die Folie schauen, dann sagt die letzte Folie, auch dieser interessante Fall war gelöst, wie bei Sherlock Holmes. Aber ich wollte Ihnen daran eigentlich nur deutlich machen, dass man vielleicht nicht gleich an das Schlimmste denken muss, dass man sorgfältig hinterfragen muss, dass man sorgfältig den ganzen Menschen anschauen sollte und sich nicht gleich in der tiefen Vermutung auch einer solchen schweren Eisenmangelanämie in eine Unruhe begibt, die vielleicht durch die Koloskopie gar nichts gebracht hätte, weil parasitäre Belastung kann man eigentlich dadurch nicht feststellen. Wir arbeiten in der Diagnostik allein mit Bioresonanz oder mit Elektroakupunktur nach voll. Das sind energetische Verfahren. Dank der Physik wissen wir heute, was wir tun und kommen an Antworten auf Fragen, die wir weder mit bildgebenden Maßnahmen, weder mit auch klinischen Untersuchungen, sprich invasiven Untersuchungen der Koloskopie, aber auch Stuhluntersuchungen. Und Parasiten haben ein absolutes Schattendasein in dieser Zeit, in keinster Weise die Fragen klären könnten. Sie wissen, Parasit ist oft der sogenannte Puppenspieler, der Mensch, die Marionette. Parasiten reden in so vielen Prozessen mit und sie konsumieren mit. Nicht umsonst ist ein Ferritin tiefer, nicht umsonst ist ein Vitamin B12 so tief. Ja, das hat mir Freude gemacht, Ihnen jetzt mal diesen Fall vorstellen zu dürfen. Und seien Sie achtsam mit sich. Machen Sie einmal im Monat eigentlich nur mal einen Knoblaucheinlauf für sich nach Vollmond. Nehmen Sie 10 Knoblauchzehen, die werden richtig schön durch und aufgekocht, durch 20 Minuten. Sie können sie sein, das Ganze abseihen und als Einlauf dann auch hinten in den Darm einsufrieren. Es gibt so wunderbare Pflanzen wie Artemisia oder wie Mimosa punica. Man kann nach Vollmond immer wieder mal auch hier ein Gleichgewicht schaffen. Wir alle haben Parasiten. Aber unser Immunsystem kann ab einer bestimmten Größe gar nicht mehr auch dafür verantwortlich sein. Deshalb ist es ein schöner Gedanke, immer wieder daran auch zu denken und bitte auch mal sehr schnell daran zu denken, bevor man nun unklaren und immer wiederkehrenden Bauchschmerzen, indem man eine sich beginnende Eisenmangelanämie
aber auch indem man bei Kindern gerade mit all ihren Verdauungsbeschwerden auf sehr natürliche Art und Weise diesem Befinden auch auf die Spur kommen kann. Was ich ganz wunderbar fand, ist, dass er sich auch mit seinen 76 Jahren auf den Weg machte und durch einen ganzheitlichen Kollegen diese Störfelder im Zahnkieferbereich ausgezogen hat, weil man kann einen wurzelbehandelten Zahn kann man nur ziehen. Das ist wunderschön versorgt worden durch eine Prothetik. Aber die Kraft, die er sich zurückgeholt hat, jetzt die Kraft und Energie hier wieder hinein zu manövrieren, das war schon ganz, ganz bewundernswert, wie eigentlich so ein Thema sich in seinem Leben verabschiedete, was er nun für 10 Jahre mehr oder weniger geduldig einfach getragen hatte, eigentlich auch aus dem Gedanken und des Glaubens, es ist und es bleibt ein Sub-Ilius. Sie wissen das jetzt besser. Schaffen Sie Lösung. Ich bin für mich ein sehr lösungsorientierter Mensch und ich finde, es gibt auch für alles eine Lösung. Manchmal können wir sie nicht gleich ersehen. Manchmal müssen wir den ersten, den zweiten, den dritten Schritt gehen. Aber es ist schön, Menschen auf diesem Weg begleiten zu dürfen und vor allen Dingen sie selbst lernen eine Menge. Und für sie selbst blättert sich das Ganze auf einmal so selbstverständlich auf. Und wenn sie bereit sind, diese Dinge auch in ihre Hände zu nehmen, dann kann daraus etwas sehr Schönes auch geschehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine ganz, ganz gute Zeit. Freue mich auf Ihre Zuschriften auch jetzt wieder an bitte visite@qs24.tv. Danke, dass Sie diese Sendungen mit uns teilen. Danke, dass Sie die Sendung so lebbar machen und bleiben Sie gesund. Und ich freue mich sehr auf das nächste Wiedersehen mit Ihnen. Wiedersehen.